Jawohl, und damit herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Black Flag. Wie Sie vielleicht hören, oder beziehungsweise ihr vielleicht hört, ist meine Stimme im Moment doch leicht angekratzt. Also nehmt es mir bitte nicht übel. Aber wie man so schön sagt, habe ich wohl einen Frosch im Hals. So, dann schauen wir wie immer mal nach der Flotte. 3000. Gar nicht mal so schlecht. Ja. Vielleicht schicken wir sie auch einfach mal wieder so los. Das letzte Mal hat das ja eigentlich super geklappt. Aber. Hey, den schaffen wir sogar. Aber da die Gewässer natürlich noch vom Feind besetzt sind, schicken wir mal unsere starken Schiffe los. Wie viel kriegen wir hier eigentlich? Ja, es geht eigentlich. Geld ist Geld. Ah, dafür reicht es jetzt nicht mehr, schade. Da haben wir alles. Ah. Wir brauchen größere Schiffe. Aber vorerst reicht es. Wir haben jetzt wieder ordentlich Geld kassiert. Und jetzt werden wir uns heute natürlich ein bisschen um die Assassinen... Wir sammeln gerade mal, die Truhe ist hier direkt nebendran, die holen wir gerade mal noch mit und dann werden wir uns wohl gerade hier um den Marineauftrag kümmern. Jo, würde ich mal so sagen. Captain hat das Ruder. Halbes Segel, fangt etwas Wind ein. Je nachdem, was der Marineauftrag natürlich ist. Da hätten wir noch einen Schoner, aber im Moment läuft es bei der Flotte. Natürlich müssen wir die Schlachten auch, die Seeschlachten auch weiterhin führen, weil ganz einfach wir dadurch natürlich die Ressourcen bekommen zum Handeln. Und wenn wir die nicht haben, ist das natürlich scheiße. Hoppala. Aber vielleicht das nächste Mal machen wir wieder ein paar Seegefechte. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, wie groß meine Flotte überhaupt ist. Aber das nächste Mal werden wir dann unsere üblichen Seegefechte wieder führen. Das hatte ich eigentlich, soweit hatte ich eigentlich jetzt gar nicht mehr gedacht. Naja, okay. Es sei mir verziehen. So, eigentlich hätte ich jetzt auch schon direkt von der Insel die Schnellreise antreten können. So. So, dann schauen wir mal, was der nette Herr Seide auf dem Wasser. Was der nette Herr uns hier zu berichten hat. Und zwar geht es um Folgendes. Seid gegrüßt, Freibeuter. Mich erreichte die Nachricht, dass eine höchst illegale Fracht gerade den Ozean überquert. Findet diese Fracht und ich sorge dafür, dass sie auf sicherer Art beseitigt wird. Unterzeichnet Milo van der Graaf. Ehrbarer Kaufmann und Freund. Ja, ich denke, dann werden wir das mal
jetzt in Kauf, in Angriff nehmen. Bin ich mal gespannt. 1200, das geht. Haben wir es schon? Okay. Das ging mal schnell. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt hier genau. Ich habe es mir gar nicht jetzt. Anscheinend haben wir das Schiff dann schon mal irgendwann versenkt oder den Auftrag. Na, umso besser. Dann geht es mal noch hier hin. Na. Das war meine schnelle Nummer. Zack. Schauen wir mal, was er hier zu melden hat. Ich glaube, ich habe gerade einen ins Wasser geworfen. Den Sturm überstehen. Seid gegrüßt. Ich wickle zurzeit ein höchst lukratives Geschäft mit einem spanischen Gouverneur ab. Jedoch glaubt eine britische Flotte fälschlicherweise, die in Frage stehenden Waren würden Ihnen gehören. Ich wäre euch ewig dankbar, wenn ihr sie auf ihren Fehler aufmerksam machen könntet. Und da zeichnet alles wieder gleiche. 1200. Ah, diesmal haben wir sogar Arbeit. Und wegen den kurzen Pausen, die mal zwischendrin hier auftreten, ich schreibe mir mein paar Missionen immer so auf. Natürlich für die Titel der Flotte, für die Titel der Folge später. So, ich hoffe jetzt natürlich, wo ist es denn? Moment. Ah, okay. Das sind in der Nähe von der Höhle. Wir könnten natürlich dann eigentlich noch im Anschluss, je nachdem wie groß die Flotte ist, könnten wir eigentlich hier noch dieses Gebiet. Könnten wir eigentlich hier noch dieses Gebiet machen? Auf dein Zeichen, Captain! Warum sind wir jetzt wieder voll Nebel? Oh, jawohl, macht die Fregatte nur platt. Ich muss gerade mal nur kurz schauen. Eine Seefestung könnten wir natürlich auch mal wieder einnehmen. Da fehlen uns gar nicht mehr so viele. Gerade mal so hier. Könnten wir eigentlich auch mal noch machen. Aber das läuft natürlich auch nicht weg. Der Schoner wäre eigentlich eine einfache Beute. Ich glaube, den sacke ich auch gerade ein. Ja, wie gesagt, die Flotte braucht Schiffe und im Notfall kann ich die noch abwracken. So, dann holen wir jetzt gerade noch das Schiff. Jedes Schiff ist natürlich Gold wert. Oh, wie schlecht bin ich denn heute? Alter, so schlecht war ich ja noch nie. Er hier hat auf jeden Fall Muskeln. Jetzt zieht allein das Schiff hier dran. Das muss man auch erstmal schaffen. Oh, leck. Ja, das ist, wenn man zu gierig ist.
Alter. Da gehen wir lieber kein Risiko ein. Ja, mein Hals macht mir doch echt zu schaffen. Ich glaube, ich werde krank. So. Haben wir wieder ein neues Schiff. Viren und Fahrt aufnehmen, mit denen du das Schiff aufrüsten kannst. Setz jeden Zoll Segel. Wir reiten den Wind so gut sie es kann. Wie viel Kohle habe ich? 12.000, ja, das reicht glaube ich nicht. Ich glaube, es waren 18 oder 19.000. Also für die Plantage da, für das Hauptgebäude da besser auszubauen. Oh, oh. Steuerbord, ein Kriegsschiff! Ein Sturm sieht übel aus. Das hier wird gar nicht mal so einfach, Leute. Aber keine Fregatte, das ist schon mal sehr wichtig. Ja, das ist alles immer so einfach gesagt, aber... Gegner feuert! Feuer! Au. Eine Böe kommt auf, Captain. Gegner feuert! Feuer! Verstärkung dabei, Captain! Haben sie nicht. So, ich muss dich jetzt kurz mal... Hallo? Die hier will ich in meiner Flotte haben. Dann können wir notfalls die andere versenken. Wir haben da hinten ja noch den Schoner, den werden wir dann auch noch entern und reparieren. Aber eine Brick will ich auf jeden Fall noch mitholen. Mindestens mal eine. Nein, ich kann sie nur reparieren, scheiße. Schade. Verflixt, das wäre natürlich wieder zu schön, um wahr zu sein. Also das klappt wirklich besser wie gedacht. Auf euren Untergang. Yo!
Jetzt muss ich erstmal schauen, welche wir überhaupt entern. Acht Stück. So schnell geht das, Freunde. Und das nächste Schiff ist hinüber. Dann haben wir den Sturm wohl überstanden. So gut wie. Schade, dass wir sie nicht in unsere Flotte aufnehmen können. Das ist wirklich ärgerlich. Aber es gibt dafür natürlich genug Minz. Ich bin nur gerade am Überlegen, ob wir das nächste Mal die Story direkt schon weitermachen. Oder ob wir noch eine Seefestung einnehmen sollen. Jawohl, das ist mir am liebsten, wenn sie sich schon direkt kaputzen, bevor ich irgendwas machen muss. Ja, die Seefestung, ja, aber dann habe ich nachher, ich weiß nicht, dann komme ich glaube ich zu schnell durch. Also mit den Nebendingern. Mit den Nebenmissionen, naja, schauen wir mal. So, das haben wir erledigt. Einwandfrei. Waffen und Tremmen! Banden hoch und Großsegel! Da kommt noch eine Fregatte. Und schafft zum Wind ausrichten. Keine geben! Kräftig! Ich sagte kräftig! Sieht sie in ihren Untergang! Ich glaube, ich gehe danach aber wieder zum Heimathafen und schau mal, ob ob wir unser Herrenhaus hier aufwerten können. Das ist natürlich eine interessante Frage. Wir haben jetzt zwar noch Zeit, aber ich weiß nicht, ob es sich lohnt, die Insel zu erkunden. Ob wir das schaffen. Haben wir sonst nichts hier in der Nähe? Was wir natürlich machen könnten. Bevor wir jetzt zu unserer Hauptinsel zurückkehren, dass wir noch ein bisschen was einsammeln gehen, das könnten wir eigentlich natürlich machen. Das ist eigentlich keine blöde Idee. Und zwar fahren wir erstmal da oben hin. Großsegel, los geht's! Hoch die Banden, na wird's bald! Leesegel heißen, los geht's! Weil das nimmt eigentlich immer unglaublich viel Zeit ein. Die ganze Einsammlerei. Die Inseln und so sind ja relativ eigentlich schnell erkundet. Aber davor sind halt eben noch die zwei Inseln, gerade hier rechts auf der Karte, sind ja Sperrgebiet und da sind auch noch einige größere Pötte. Und ich würde mir halt eben auch gerne noch eine der Fregatten oder so schnappen. Selbstverständlich, wenn das klappt. Also besser wie das letzte Mal, da war ja der Wachposten. Er hat uns da ja natürlich einen ordentlichen Strich durch die Rechnung gemacht. Haben wir jetzt entdeckt?
Oh, der weiße Wal. Oh je, es fängt wieder an, wie es aufgehört hat. Den müssen wir uns jetzt einfach holen. Und dann gucken wir mal, ob wir uns dann noch die restlichen Kisten etc. einverleiben. Aber der weiße Wal ist unglaublich wichtig, weil den brauchen wir. Achtung. Für. Ah, Kaninchen brauchen wir auch noch. Muss ich gleich mal schauen, ob das nicht da irgendwo ist. Panther brauchen wir noch. Knochen des großen Weißen. Panther und Krokodil. Ja, für unsere Jägermontur. Also, was brauchen wir noch? Krokodil, Panther. Krokodil und Panther. Moment. Krokodil und Panther. Hatten wir nicht auf irgendeiner Insel? Ich glaube, in Nassau hatten wir die. Ah, okay, aber das lassen wir. Das machen wir dann ein anderes Mal. Auf unserer Hauptinsel gibt es, glaube ich, Panther. Oder? Ich meine. Frisches Fleisch für uns, falls du triffst. Da bläst er! Der weiße Wal! Topsegel raffen! Zur Jagd, Männer! Jetzt geht's ab. Ja, von denen brauchen wir drei Stück, dann kriegen wir die Walfängermontur. Und die hätte ich schon sehr gerne. Binde das fest! So ist gut. Mach dich nur müde. Das Spieß ist verletzt. Wo ist er denn? So! Der Schlag kommt wieder! Er färbt das ganze Meer rot! Wo ist er? Oh je, jetzt kommt er gleich wieder und da kriegen wir wieder voll auf den Deckel. Das ist es! Ruhig jetzt! So, mach dich nur müde! Das ist es! Ruhig jetzt! Festhalten! Guter Schuss, Captain! Ich muss eigentlich wieder aufpassen. Ich verschieße wieder viel zu viel Harpunen. Er schlägt mit der Schwanzflosse. Erwischt. Nein, verdammt! Ich glaube, ich habe ihn aber noch getroffen. Oh ja, da kommt er wieder. Was ging, Captain? Das Seil entstand! Ruhig jetzt, Jungs! Habe ich nicht noch mehr Harpunen? Das schmeckt ihm nicht, ha? Sehr gut! Ja, bei dem kann man eigentlich nicht Achtung, daneben werfen, aber ich schaffe es trotzdem immer wieder. Und ab ist er. So, 10 Stück haben wir noch. Jetzt kommt es drauf an. Da kommt er. Ruhig, Männer! Er will uns versenken! Nein. Ui. Jawohl! Ein echtes Monster! So, dann fehlt uns nur noch einer. Gelb. Segel setzen! Groß- und Bramsegel! Ist aber auf der anderen Seite, ja. Ja,
Krokodil, Kaninchen und Panther brauchen wir. Das müssen wir uns auf jeden Fall merken. Dadurch haben wir natürlich dann fast alle Ausrüstung fertig. Das wäre natürlich sehr geil. Aber ich denke, dass wir durch die Story auch noch auf einige Inseln kommen werden, wo dementsprechend Tiere vorkommen. Deshalb gehe ich jetzt nicht speziell auf die Suche nach denen. Der einzige, der wo jetzt wirklich noch interessant ist, der weiße Hai. Den werden wir aber, denke ich, dann auch mal finden. So, dann haben wir die Kiste auch. Langsam aber sicher, wie gesagt, sehr langsam und sehr sicher sammeln wir so alles ein und beenden auch alle Nebenmissionen. Hoppala. Und zack. Frage ist natürlich, sammle ich jetzt, ich glaube, ich reise jetzt einfach schnell, die anderen kann ich immer noch einsammeln. Jo, ich denke mal schon. Bei späteren Fahrten kann man das immer noch machen. Die laufen ja nicht weg, das ist ja das Tolle. Ah, hier haben wir aber auch keine Panther. Ich weiß auch nicht, ob sie auf dieser Insel vorgekommen sind. Oder auf der... Bei den Assassinen waren auf jeden Fall Panther, das weiß ich. So. Zucker. Rum. Ich glaube, das reicht aber nicht, die 1600. So machen wir. Wo ist denn eigentlich unsere Hauptmission? Moment. Ah, da unten. Werden wir da auch mal eine Schnellreise hinmachen? Dann starten wir nämlich gerade von da. Da haben wir alles. Ah ja, hier gibt es Krokodil und Jaguar. Ja, das werden wir dann ein anderes Mal machen. Oder? Könnten eigentlich gerade noch schnell hin. Warte. Kaninchen, okay. Panther. Panther und Krokodil. Ja, ich denke mal, dass wir da ja überall eh noch hinkommen. Gehen wir jetzt mal auf die Haupt... Ah, da gibt's aber Kaninchen. Wo gibt's die Kaninchen? Das ist natürlich die Frage. Jetzt habe ich gar nicht nach meinem Schiff geschaut, verdammt. Ich wollte es eigentlich noch aufrüsten. So, dann sammeln wir hier gerade mal noch schnell ein bisschen was ein. Und können eigentlich hier oben noch den Punkt aufdecken, weil da hinten ist die nächste Mission. Und dann sind wir auch schon für heute fertig. Ah, ich muss ein bisschen meine Stimme schonen. Nein, Quatsch. Stimme ist egal, aber wir nehmen ja jetzt schon eine gute halbe Stunde auf. Und wir wollen es ja natürlich nicht übertreiben. Zack, Nummer 1. Nummer 2.
da ist Nummer 3. Ist das hier? Nein, das ist kein Händler für Schiffe. Schade, aber was soll's, egal. Können immer noch unsere Sachen aufrüsten. Die laufen ja glücklicherweise nicht weg. Das Geld auch nicht. Das hier ist auch, oder? Ja. Gemischtwarenladen. Ja, schauen wir mal. Vielleicht bei dem Aussichtspunkt. Wenn nicht, dann werden wir ja das nächste Mal mal schauen. Oh, ist dein Ernst? Mann. Wirklich. Ekelhaft. Hauptsache auf die letzten Meter noch darunter gesprungen. So, jetzt bleiben wir hier unten dran hängen und ziehen uns einfach da hoch. Da können wir nichts falsch machen. So. Da haben wir gerade nämlich noch einen Aussichtspunkt hier gemacht. Da können wir das nächste Mal die Mission machen, beziehungsweise machen wir erstmal die Insel komplett auf und dann die Mission. So, hier ist... Ah, hier haben wir sogar einen. Und sonst hier nichts einzusammeln, einwandfrei. Gehen wir gerade noch bei den Hafenmeister und dann soll es das auch gewesen sein. Weil ich würde doch gerne mal wissen, ob ich nicht noch ein paar Peanuts hier ausgeben kann. Was nicht teuer ist. So. Kaufen. Upgrades. 15.000. 5.000. 12.000. 3.500. Das hört sich eigentlich gar nicht schlecht an. 5.000. 6.000. 3000. Da würde ich sagen, machen wir einfach erstmal, auch wenn wir sie nie benutzen. Machen wir erstmal die Feuerfässer stärker. Und den Rest sparen wir uns. Wie gesagt, ich will natürlich das Anwesen noch ausbauen, das ist selbstverständlich. Das will ich jetzt möglichst fertig haben, also auf unserer Insel, auf unserer kleinen Bucht. Da fehlt uns jetzt, wie gesagt, glaube ich, nur das eine. Es gibt hier natürlich noch ein Lagerhaus. Das wollte ich jetzt eigentlich... Das machen wir das nächste Mal. Wir gehen jetzt einfach nur hier hoch. Ich wollte eigentlich nur noch den Aussichtspunkt nehmen, weil dann haben wir den. So. Das Lagerhaus ist natürlich auch nicht schlecht, da bekommen wir auch noch jede Menge Ressourcen. Das ist sehr gut. Vier von neun, das ist schon mal gut. Sehr gut und sehr wichtig. So, da haben wir hier, und da oben haben wir Kaninchen einwandfrei. Das müssen wir auf jeden Fall merken. Kaninchen, Panther und Krokodile.
Alles klar. Okay, dann bedanke ich mich jetzt schon mal fürs Zusehen und ich hoffe, ihr schaltet dann bei der nächsten Folge wieder ein und es hat euch gefallen. Bis dann. Ciao, ciao.